Willkommen zurück. In diesem Video geht es um den Stackelberg-Wettbewerb. Wir hatten ja schon verschiedene Wettbewerbsmodelle angesprochen, zum Beispiel den Cournot-Wettbewerb. Wir haben auch schon ein bisschen was gemacht zum Bertrand-Wettbewerb. Und die dritte bekannte Wettbewerbsform ist der Stackelberg-Wettbewerb. Das ist auch ein gutes Beispiel für die Rückwärtsinduktion, Backward Induction oder für die Teilspielperfektheit. In diesem Fall sind die beiden nämlich äquivalent. Der Stackelberg-Wettbewerb funktioniert so, dass es immer einen Spieler gibt, der dominant ist, der zuerst agieren darf und der zweite Spieler passt sich an, reagiert darauf. Man nennt den ersten Spieler den Stackelberg-Führer. Typischerweise wählt er eine Menge. Aber in manchen Modellen kann der auch einen Preis wählen. Wir machen das jetzt eher mit der üblichen Variante. Also der wählt eine Menge, das ist also seine Strategie, eine Menge. Und der zweite Spieler, die zweite Firma, wählt ebenfalls eine Menge, aber nachdem es die erste Menge der Firma 1 beobachtet hat. Also der Stackelberg-Führer wählt die Menge, ohne zu wissen, was der zweite Spieler macht, aber der zweite Spieler kann es observieren und dann darauf reagieren. Und das können wir ausdrücken dadurch, dass der zweite Spieler eine Reaktionsfunktion hat, eine beste Antwortfunktion, genauso ähnlich wie wir sie auch schon in dem Cournot-Wettbewerb hatten. Nur bei Cournot war es so, dass der zweite Spieler quasi erraten musste, was der erste macht, und das wurde dann im Gleichgewicht bestätigt. Hier ist es so, dass der zweite Spieler tatsächlich beobachten kann, was der erste Spieler macht und darauf dann reagiert. Die Auszahlungen der beiden Firmen nehmen wir genauso an wie im Cournot-Beispiel. Das heißt also, die Gesamtmenge ergibt sich als die Summe der beiden individuellen Mengen. Wir nehmen wieder eine ganz einfache lineare Form der inversen Nachfrage an, auch wieder ganz einfach nur als 1 minus Groß Q. Und wir nehmen an, dass wir konstante Grenzkosten haben. Das heißt, die Kosten der Firma sind einfach nur 10 mal ihre Menge. Und dann bekommen wir die Gewinnfunktion und die sieht eigentlich ganz genauso aus wie uns im Cournot-Beispiel. Also hier kein Unterschied. Auch ansonsten sind die beiden Firmen ganz identisch. Wir machen also den symmetrischen Fall. Der einzige Unterschied ist, dass die eine Firma, die Firma 1, zuerst agiert und dann kommt die zweite Firma. Und weil das jetzt ein sequenzielles Problem ist, können wir das Ganze natürlich durch Rückwärtsinduktion lösen. Das heißt, wir fangen an mit dem zweiten Spieler, hier die Firma 2, und lösen deren Problem. Und dann gehen wir auf die erste Stufe zurück und lösen das Problem von Firma 1. Also, wir nehmen jetzt an, dass die Firma 1 irgendein beliebiges Q1 gewählt hat. Die Firma 2 wählt die beste Antwort darauf. Was bedeutet das? Sie wollen natürlich ihren Gewinn maximieren bezüglich Q2. Und was ist der Gewinn? Einfach nur die Menge mal der Preis minus die Kosten. Das heißt, was wir hier hinten haben, ist wieder der Stück Gewinn mal die Menge. Genauso wie im Cournot-Beispiel. Und jetzt maximieren wir das bezüglich Q2. Bedingung erster Ordnung ist also dann einfach nur 1 minus Q1 minus 2, Q2 minus C gleich 0. Und wir lösen das auf nach Q2 und bekommen dann natürlich wiederum eine Reaktionsfunktion oder beste Antwortfunktion, die heißt Q2 ist gleich 1 minus Q1 minus C halbe. Und Sie sehen, das ist eine Funktion von Q1. Natürlich hängt sie negativ ab von Q1. Es ist exakt die gleiche Reaktionsfunktion wie im Cournot-Fall. Bis hierher also noch gar nichts Neues. Aber jetzt kommen wir zu Firma 1, denn die Firma 1 weiß ja nun oder antizipiert, besser gesagt, wie die Firma 2 reagieren wird. Und das kann sie berücksichtigen und kann ihre Menge so wählen, dass das Beste für sie rauskommt, unter Berücksichtigung dieser Reaktionsfunktion. Also eigentlich ist die Gewinnfunktion von Firma 1 abhängig von den beiden Mengen, aber die Menge Q2, die können wir ersetzen durch die angenommene Reaktion von Firma 2, also durch R2 von Q1. Und wenn wir das einsetzen, dann stehen wir da auch wieder mit einer Gewinnfunktion Q1 mal 1 minus Q1 minus R2 von Q1
minus c. Und wenn wir das einsetzen, was wir gerade eben gefunden haben, nämlich dieses hier, dann vereinfacht sich das zu einer Funktion q1 mal 1 minus q1 minus c halbe. Und das wollen wir maximieren bezüglich q1. Sie sehen, da ist jetzt nur noch, das nur noch abhängig von q1 ist, q2 ist raus, weil die Firma 1 eigentlich schon weiß, was die Firma 2 machen wird. Bedingung erster Ordnung, wiederum einfach nach q1 ableiten. Dann bekommen wir 1 minus q1 minus c halbe minus q1 durch 2, also einfach Produktregel, gleich 0 setzen und nach q1 auflösen. Und was bekommen wir? Wir bekommen 1 minus c halbe. So, damit wissen wir jetzt schon mal die Menge von der Firma 1 vom Stackelberg-Führer. Um die Menge vom Stackelberg-Folger zu ermitteln, müssen wir das nur in die Reaktionsfunktion einsetzen. Machen wir. Setzen wir das ein und dann hier ist ja die Menge, die wir gerade gefunden haben. Also 1 minus, genau diese Menge, minus c halbe, reduziert sich auf 1 minus c Viertel. In diesem Fall also produziert die Firma 2 gerade mal die Hälfte von der Firma 1. Das ist aber jetzt geschuldet unserem speziellen Beispiel mit der linearen Nachfrage und so weiter. Das ist natürlich nicht immer so. Aber es ist immer so, dass die Firma 1 die höhere Menge haben wird. Wenn wir das mit unserem Cournot-Beispiel vergleichen, dann sehen wir, Sie erinnern sich vielleicht, 1 minus c Drittel rausbekommen haben, dann sehen wir, dass der Stackelberg-Führer eine Menge hat, die höher ist als das Cournot-Beispiel, aber der Stackelberg-Folger hat die niedrigere Menge. Also die liegen quasi so auf beiden Seiten vom Cournot-Beispiel. Allerdings, wenn wir sie addieren, die beiden Mengen, dann sehen wir, also hier sind die beiden Mengen addiert, dann sehen wir, kriegen wir 3 Viertel mal 1 minus c. Und im Cournot-Fall waren es ja ein Drittel, also 1 minus c Drittel. Und wenn wir das mal 2 nehmen, dann kommen wir auf 2 Drittel mal 1 minus c. Also sehen wir, dass im Cournot-Fall die Mengen insgesamt niedriger sind als im Stackelberg-Fall. Und das bedeutet natürlich auch, dass im Cournot-Fall die Preise höher sind, im Stackelberg sind sie niedriger. Das ist also gut für die Konsumenten. Also aus Konsumentensicht wäre es sogar besser, wir hätten Stackelberg-Wettbewerb, als wenn wir Cournot-Wettbewerb haben, weil dann die Preise niedriger sind und das ist gut für die Konsumenten. Jetzt können wir auch noch die Gewinne ausrechnen, die beiden kriegen. Da müssen wir einfach in die Gewinnfunktion einsetzen. Das ist jetzt zum Beispiel die Menge von der Firma 1. Und dann nochmal hier, das ist die Gesamtmenge, die da steht. Und dann ist also 1 minus Gesamtmenge ist der Preis minus die Kosten, das ist der Stückgewinn. Und dann kommen wir auf 1 minus c halbe, 1 minus c quadriert Achtel. Und wenn wir dasselbe machen für den Stackelberg-Folger, dann kommen wir gerade auf den halben Gewinn 1 minus c Quadrat Sechzehntel. Also er produziert die Hälfte, er kriegt auch nur den halben Gewinn. Das liegt wiederum nur an der linearen Struktur und an den linearen Kosten. Das ist nicht immer der Fall. Aber was immer der Fall sein wird, ist, dass wenn wir das mit dem Cournot-Gewinn vergleichen, den wir ja letztes Mal ausgerechnet haben als 1 minus c Quadrat Neuntel, dass wir immer sehen werden, dass der Stackelberg-Führergewinn mindestens so hoch sein wird wie der Cournot-Gewinn. Auch wenn es ganz schlecht läuft, also immer mindestens so viel. Woher wissen wir das? Auch ohne irgendwas zu rechnen, ohne irgendwas über die Nachfrage und die Kostenfunktion zu wissen, das wissen wir immer. Und der Grund ist ganz einfach. Die Firma 1 hätte ja auch einfach die Cournot-Menge wählen können. Das steht ja in ihrer Macht. Sie kann sich ja die Cournot-Menge ausrechnen. Sie kann genau diese Cournot-Menge wählen. Dann wird Firma 2 auch so reagieren, wie es in Cournot machen würde. Und dann hätte man selbst im schlechtesten Fall genau diesen Cournot-Gewinn erzielt. Typischerweise wird aber der Stackelberg-Führer irgendetwas Besseres machen können. Und er tut es dann auch.
und kriegt dann einen höheren Gewinn. Also der Stackelberg-Führer kann sich normalerweise einen höheren Gewinn sichern als im Konofall, im schlechtesten Fall nur den gleichen. Für die andere Firma sieht es schlechter aus. So, und das kann man jetzt auch grafisch nochmal gut darstellen, und zwar in dieselbe Grafik, in die wir auch schon in den Konofall reingeschaut haben, nämlich mit den Reaktionsfunktionen. Auf der einen Achse ist die Q1, auf der anderen Achse ist Q2. Und wir hatten letztes Mal im Konofall eigentlich nur die beiden Reaktionsfunktionen eingetragen und hatten dann sofort gesehen, da wo die sich schneiden, da ist das Konot-Gleichgewicht. So, aber wir wollen jetzt den Stackelberg-Fall betrachten. Und jetzt wissen wir ja eins. Wir wissen, dass die Firma 2 eine Reaktionsfunktion hat. Und das heißt, egal was die Firma 1 wählen wird, die Firma 2 wird irgendwo auf dieser Reaktionsfunktion am Ende sein. Sie reagiert ja darauf, was die Firma 1 macht, wird also auf jeden Fall auf dieser gelben Linie sein, irgendwo. Und jetzt ist die Frage, wo möchte die Firma 1, dass die Firma 2 am Ende landet? Die kann sich also jetzt den Punkt auf der gelben Linie aussuchen, der ihr den höchsten Gewinn gibt. Und da wir das momentan noch nicht sehen, wo dieser Gewinn ist, habe ich jetzt hier noch eingezeichnet diese gekurften Linien hier, die sogenannten ISO-Gewinnkurven. Diese ISO-Gewinnkurven sind also Orte, auf denen der Gewinn gleich ist für die Firma 1. Und wo, also das kann man sich also so vorstellen wie Höhenlinien auf einem Berg, auf dem Gewinnberg. Und die Frage, wo ist der Gewinngipfel? Das ist ganz einfach. Das ist da, wo der Monopolgewinn wäre. Das heißt also, wenn die Firma 2 gar nichts produziert, sprich gar nicht im Markt ist, dann ist natürlich der höchste Gewinn für die Firma 1 da, wo ihr Monopolgewinn ist. Und der ist hier. Der Monopolgewinn ist übrigens zufälligerweise genau dieselbe Menge wie der Stackelberg-Führer, wie die Stackelberg-Führermenge, nämlich auch 1 minus c halbe. Das ist auch nicht immer so. Aber irgendwo ist natürlich hier diese Konot-Menge und die liegt natürlich auf dieser Q1-Achse. Irgendwo ist die Monopolmenge. Und jetzt ist diese Monopolmenge, das ist der Gipfel des Berges. Und drumherum können wir jetzt diese Höhenlinien zeichnen, die denselben Gewinn für Firma 1 bringen. Und es geht immer weiter runter. Die genaue Lage habe ich jetzt hier nur skizziert. Die ist jetzt nicht so wichtig. Was entscheidend ist, ist Folgendes. Die Firma 1 schaut sich jetzt einfach an, was ist die höchste Höhenlinie, die höchste ISO-Gewinnkurve, die ich noch erreichen kann, aber die eben auf der Reaktionsfunktion von Firma 1, von Firma 2 ist. Und das wäre genau dieser Punkt hier, wo die ISO-Gewinnkurve tangential ist zu der Reaktionsfunktion. Und Sie sehen, das ist die höchste Kurve, die höchste ISO-Gewinnkurve, die die Firma 1 sich sichern kann. Egal, ob sie jetzt nach links oder nach rechts auf dieser Reaktionsfunktion rutscht, wird sie immer eine niedrigere ISO-Gewinnkurve erreichen. Also das wäre der beste Punkt und deswegen ist das auch das Stackelberg-Gleichgewicht. Die Firma 1 wird also genau diesen Wert hier aussuchen und Firma 2 reagiert entsprechend, indem sie dann diese Menge wählt. Eine Bemerkung noch zum Schluss. Wir haben ja jetzt gesehen, dass der Stackelberg-Führer die höhere Menge und damit auch den höheren Gewinn macht. Jetzt ist es so, dass das allerdings nicht immer gilt. In unserem Fall hatten wir ja Mengenwettbewerb, das heißt, die Firmen haben jeweils ihre Mengen gewählt. Es gibt aber auch Varianten, hatte ich ja schon gesagt, wo wir das mit Preiswettbewerb machen. Das heißt also, dass die erste Firma, der Stackelberg-Führer, wählt zuerst einen Preis und dann wählt die zweite Firma ihren Preis. Das geht natürlich nur, wenn die Firmen differenzierte Produkte haben. Das ist so ein bisschen, wie wir das im Aufgabenplan hatten. Also differenzierte Produkte, aber Preiswettbewerb. Und dann wird es typischerweise rauskommen, dass die zweite Firma tatsächlich den höheren Gewinn hat. Und das ist etwas ungewöhnlich. Also die zweite Firma, Second Mover, hat einen Vorteil gegenüber dem First Mover. Kann auch passieren, dafür gibt es durchaus auch noch viele andere Beispiele. Es ist also nicht immer so, dass der First Mover
gewinnt. Relativ gewinnt. Allerdings ist es natürlich nach wie vor immer noch so, dass der Stackelberg-Führer einen höheren Gewinn macht als im Nash-Gleichgewicht, im Bertrand-Nash-Gleichgewicht, weil dieses Argument von eben gilt natürlich immer noch. Sie könnte sich ja auch einfach das Nash-Gleichgewicht, den Nash-Gleichgewicht-Preis sichern und dann bekommt sie denselben Gewinn. So, das gilt nach wie vor, aber dieses hier, das gilt nicht immer. Das war's für Stackelberg.